So, wir sind wieder zurück. Ich hoffe auch noch alle vollzählig, deswegen zähle ich mal wieder durch. Heiner, bist du da? Ja. Oh, der Heiner ist lauter, das gefällt mir sehr gut. Dann der Falli, bist du auch noch da? Okay, hat sich wahrscheinlich ein bisschen worauf gesetzt, deswegen spricht er so komisch, aber das Ja, ist normal. ich habe aus Versehen den falschen Stimmenverzerrer gerade benutzt, deswegen ein bisschen blöd. Kann auch Heiß. passieren. Jetzt hast du den von Gronkh drin, das ist Jetzt habe ich wieder gut. vom Gronkh drin, eben war von Sarrazar. War ein bisschen blöd. Egal. Schwamm Okay, drüber. ihr seid noch alle da. Wunderbar, dann wir haben ja in der letzten Folge über Gott und die Welt geredet. Also es war wirklich ich denke mal, ein riesengroß unterhaltsames Paket, was wir da geschnürt haben. Und haben ja zum Schluss nochmal aufgehört mit Wunschgerichten, die ihr mir um die Ohren haut. Und ich soll euch was kochen. Ihr seid ja echt, also wirklich sehr einfache Kunden, muss man sagen. Also andere hätten jetzt hier irgendwie ein Triple Beef irgendwas bestellt. Aber ihr sagt, ihr seid bodenständig, so wie ihr auch seid. Das finde ich gut. Und da würde ich jetzt einfach ein bisschen ankapseln und würde einfach mal sagen, wenn der Hatzel jetzt die nächsten, keine Ahnung, 3 Wochen über 13 Millionen Abonnenten hat und mit YouTube ein Schweinengeld verdient und euch beide würde ich dann einen Traumurlaub ja, sponsern. Wo würdet ihr denn gern von mir hingeschickt werden? Da fange ich es aber mit Falli mal an. Falli, Cool. wo würdest du denn gerne von meinem Geld, was ich auf YouTube im Sekundentakt natürlich Millionen verdiene, wo würdest du hinfliegen oder fahren? Da, wo der Heiner hingeht. Überall da, wo Heiner hingeht. Ich bin dabei. Wir packen uns die PCs zusammen und dann machen wir eine LAN-Party immer. Okay, passt auf. Dann, wenn du schon so einfach antwortest, dann möchte ich kurz den Heiner mit einbinden und sagen: Heiner, dann sag du doch mir mal, wo würdest du denn gerne hinfliegen, fahren Mit oder Falafel. laufen? Ja, genau, mit Falli. Das könnte ich wie aus der Pistole geschossen sagen. Da würdet Okay. ihr alle mitkommen. Das ist mein Traum. Dann schieß los. Fake Island. Oh ja, okay. Oh. Okay, passt auf. Ich google mal ganz kurz. Okay, ein Flug dauert so und so viel. Okay, ich würde sagen, wir treffen uns morgen um 3 Uhr und dann schmieren wir uns eine Stulle und ein kleines Käffchen und dann fliegen wir nach Wake Island. Wie geil ist das Das wäre denn? richtig geil. Nehmen und packen wir Kameras mit und dann wird gefilmt. Das wäre echt Mit geil. dieser Insel habe ich mich wirklich ernsthaft beschäftigt, also würde schon eine Reise lohnen. Wake Island, das ist schon geil, ja. Doch, Da ja, kann man dann. sogar surfen. Perfekt. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, Internet hast du überall, aber das. Nein, ich meine Windsurfen. Also ich bin leidenschaftlicher Windsurfer, muss man dazu sagen. Okay. Also so richtig wie, wie heißen diese Beach Boys mit da 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 Genauso so. sehe ich auch aus, nur mit Plauze. Also du hast kein Sixpack, sondern also ein Fass, ne? Genau, kann man so sagen. Ja, ich wohne ja in einer Großstadt. Das ist ja also es ist ein Nachteil. Ich habe mein Equip hier, mein Zimmer stehen, komplett Surfbrett, Segel, alles drin. Aber das nächste, was hier gelegen ist, ist halt Holland und da am Meer. Und da fehlt halt manchmal einfach das Geld dazu. Würde ich öfters machen. Und am See surfen, für die Leute, die selber Windsurfen, die wissen, das ist für'n Arsch. Also wenn am Meer und das ist halt immer teuer. Aber was ich schon über Holland erfahren habe, die fliegen sogar ohne Bretter. Also die machen irgendwas und auf einmal sind sie ganz, ganz weit oben, Ja, das Wakeboarding, ne? Ja. Boarding, so mit, das ist ja mit dem Drachen halt, mit den großen. Genau. Das ist nichts für mich. Also das sieht ein bisschen blöd aus, wenn du dann irgendwie in deiner Großstadt hier zum Bäcker fährst und hier Brötchen holst für den Morgenkaffee. Wenn du um 2 Uhr nachmittags aufstehst und was man als YouTuber ja auch macht, ne? Also ganz Ja, klar. klar, auf jeden Fall. Das gehört echt dazu. Das ist echt so. Oder Heiner, 2 Uhr, 3 Uhr aufstehen oder bist du schon früher wach? Da lege ich mich gerade hin. Das ist auch eine gute Antwort. Ja, da, vom Heiner Cool. können wir noch was lernen hier. Oh Ah, ja. Heiner, dir ist ja wohl klar, dass wir zwei zusammen, also vom Alter her, dich noch gar nicht mal ansatzweise packen, sondern also vom Alter her, das ist ja krass, oder? Wir sind deine Enkel, wir sind deine Wunschenkel, oder?
Ja, so ungefähr, ja. Ja, dann würde ich sagen, zocken wir doch direkt mal eine Runde Battlefield hier. Das können wir im Nachhinein noch machen, ja. Also auf Wake Island, das ist ja genial. Ja, da würden sämtliche Battlefield-Spieler gerne mitkommen. Oh ja. Wird das eigentlich bei Battlefield 4 eigentlich auch wieder Thema sein? So, das fällt mir gerade so spontan ein. Ich hab's gehofft, aber leider noch nicht. Vielleicht kommt man dazu. Okay, das wäre echt eine super Sache, weil bei Second Assault wollen sie ja wieder ein paar Maps wieder reinbringen, Metro und was man so alles so gehört hat, Firestorm, aber da habe ich echt so ein bisschen gehofft, die gute Rick Island. Ja. Naja. Wir hoffen mal, vielleicht, wir haben noch ein paar DLCs, also von dem her wird es ja hoffentlich noch werden. Das wäre geil. Das wäre Oberhammer. Wir haben ja den Traumurlaub auch schon gebucht. Wir essen dann unsere glutenfreie Pizza und hier das Chinesische auf Wake Island, das ist auch genial. da können wir auch andere Spiele spielen, weil ich spiele auch gern das Spiel Sektor des Helders. Was ist das denn? Ganz kurz, ihr werdet es bestimmt teilweise wissen. Es geht darum, ich werde euch jetzt gleich zwei Begriffe sagen, also Sekt oder Zeldas. Und ihr müsst dann sofort, was euch als erstes einfällt, sagen und eine kleine Begründung. Also jetzt nicht irgendwie einen Roman schreiben, sondern einfach nur sagen, zum Beispiel Sekt oder Zeldas, ja, Sekt, weil der prickelt schön. Also ganz einfach, oder? Okay. Euer Schweigen sagt, dass ihr das jetzt verstanden habt. Ja. Ich fange einfach jetzt mal mit Falli an, weil er so vorlaut lacht. Nein. Und pass auf, Falli. Sekt oder Zeldas, ne? Pass auf. Alt oder Kölsch? Alt. Warum? Weil ich Düsseldorfer bin und Altbier gerne mag. Okay, siehst du, es war doch gar nicht so schwer. Hat doch gar nicht wehgetan, oder? Ein bisschen. Die Kölner würden mich jetzt hassen. Ich habe ganz viele Kölner und wir werden auch ein YouTube-Treffen da mal machen. Nein, habe ich schon gemacht. Stimmt, aber du warst nicht mit deinem T-Shirt I Love Alt, oder? Nee, ich glaube, dann hätte ich da paar blaue Augen überall. Okay, dann habe ich auch die gleiche Frage, Blödsinn. Ich habe eine andere Frage für Heiner und das ist die Wortpaarung Google Chrome oder Firefox? Chrome. Und warum Chrome? Vielleicht Ansichtssache, aber ich habe den Eindruck, es ist schneller. Geht mir genauso. Also sind wir schon zu zweit und der Falli sagt dann auch. System. Also wir sind zu dritt. Google Chrome ist einfach etwas besser. Merkt das bei den, sorry, dass ich dich unterbreche. Ja, kein Thema. Bei den Uploads merke ich das. Wenn ich ein Video hochlade, geht Firefox, dauert echt länger. Zwar jetzt auch nicht extrem lange, aber ich merke, Chrome geht da schneller. Mhm. Das merke ich da schon ziemlich. Ja, da schließe ich mich an. Perfekt. Heiner, jetzt bist du gerade in Übung, deswegen frage ich dich gleich nochmal. Chat oder Heli? Heli. Warum Heli? Bucherfahrung praktisch. Mhm. Also da hast du ein bisschen mehr Erfahrung als mit dem Chat. Ist ein bisschen anspruchsvoller als Chatfliegen, oder? So wie jetzt, wenn man es mal direkt vergleicht. Oder wenn man es vergleichen könnte. Moment. Jetzt anspruchsvoller für mich und schwieriger, weil zum Beispiel bei BF3 war das Fliegen ja eine Krankheit praktisch. Insgewohnt mit Joystick und irgendwie war das nicht dafür programmiert, nehme ich an. Okay, und jetzt bei Battlefield 4 geht es mit Joystick besser? Ja, weiß ich. Nur bei mir mache ich immer Technik für Technik. Erst am Boden, dann das Schnellboot fertig, dann ein Schützenpanzer und nebenbei noch ein bisschen Heli, das ging ziemlich rasch. Und wenn ich das alles in Intus habe, dann fange ich an zu fliegen mit dem Jet. Also ich bin da komplett anders. So. Ich fand bei Battlefield 3, ich bin selbst seit Battlefield 3 eigentlich ein Jetflieger auch größtenteils. Und ich fand, muss ich sagen, bei Battlefield 3, das, ja, ich fand es irgendwie besser. Von dem Handling fand ich es leichter. Und man hat, der Jet hat einfach mehr Schaden gemacht. Jetzt die J20 macht ja gar keinen Schaden. Da kannst du, also
wenn ich mal Glück habe, mache ich da einen Kill und bin 20 Mal gestorben und habe ganz schön viele Punkte. Und das vermisse ich bei Battlefield 4 ein bisschen, muss ich das schon sagen. Dass das so ein bisschen runtergegangen ist, das Jetfliegen. So. Gut, du spielst ja hauptsächlich mit der Maus, oder? Mit der Maus so? Genau, ja. Ja, das ist halt, ich habe jetzt auch mal mit Joystick mal probiert. Auch die alten Flugsimulatoren haben wir mit Joystick gespielt. Und da merke ich schon, da ist diese Kontrolle ganz anders da als mit der Maus. Mit der Maus kannst du klar ein bisschen andere Manöver fliegen, weil das halt schneller geht. Ja. Aber mit dem Joystick hast du die. Probier's mal aus. Also, das ist wirklich krass. Und da ist es, glaube ich, so wie der Heiner sagt, dass es bei Battlefield 3 mit dem Joystick ein bisschen anders zu fliegen ist. Habe ich noch nie gemacht. Genau, das ist immer so eine persönliche Einstellung auch nochmal oder so ein Gefühl dafür. Das ist aber ganz interessant. Das ist ja wie, wenn ich jetzt Memphis fragen würde, der wird schon wieder ganz was anderes sagen, als ihr beide zusammen oder wir drei zusammen. Ne? Mhm. Aber es ist sehr interessant. Das müsste man eigentlich in einer extra Bubble-Stunde separat nochmal hier machen. Chat und Heli Bubble-Stunde. Das ist ein Thema, da könnten wir, glaube ich, 2-3 Stunden drüber reden, also mit euch beiden. Ja. Gibt aber ja auch einige, die spielen mit Tastatur, muss ich mal so sagen. Da kenne ich auch einige, die da auch mal mit Tastatur richtig gut mit klarkommen. Ja, genau. Memphis, ich hatte ja Gelegenheit, ihn genau über die Schulter zu gucken. Mhm. Und nur mit Tasten. Genau, mit der Leertaste macht ihr dieses Er hat mir auch bewiesen hier, weil ich komme nur ein bisschen aus der Fliegerei. Und er hat ein Flugzeug, 3 Achsen und das kann man eben nur mit einem Joystick meistern. Genau. Und wenn er sich hier mit seinen Tasten, Joystick gar nicht hinterherzukommen, wenn der einmal sich eine Rolle macht, da ist der fertig und schießt, da bin ich noch nicht mal 3/4 rum. Mhm. Das ist unfair. Nochmal, Memphis, das macht man nicht. Das stimmt. Sauknochen. Pass mal auf jetzt, Falli. Jetzt habe ich echt mal ein Ding, da musst du echt krügeln, glaube ich, oder hoffe ich jetzt mal. Pass auf. Wenn du mal ein Kind bekommen solltest, oder ne, ich sage jetzt mal, hier, du triffst die Frau deines Lebens und sagst hier, bam, es kommt ein Kind. Was wäre für dich, Junge oder Mädchen? Mädchen. Warum Obwohl Mädchen? Junge auch cool ist, aber Mädchen irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie ist das irgendwie so der Umgang, finde ich irgendwie schöner. Es ist so, ja, weiß ich auch nicht, wie soll ich das sagen, so seelischer, so, okay. Der Kontakt ist halt anders, so mit einem Mädchen als mit einem Jungen, so. Okay, das ist, ich finde ja, Oh, Mabina, ich glaube, du kennst die Zeit der Pubertät noch nicht bei Mädchen. Das werde ich demnächst mal bei meiner nächsten weiblichen Bubble-Gästin, jetzt habe ich schon wieder gesagt, Bubble-Gästin, das sagt man nicht, weiblichen Bubble-Gast, so muss ich sagen, mal ansprechen, wie ihre Pubertät war. Ja, mach mal. Auf Kundenwunsch, nee, auf Heiners Wunsch. Ja, sozusagen habe ich ja auch einen Mädchen, zwar ist es kein menschliches Wesen, es ist nur ein Lebewesen. Ich habe halt eine Hündin. Und es ist so für mich so manchmal auch so ein kleines Kind dann manchmal, wie die dann so rüberkommt. Das stimmt. Also mit Hunden kann man gewisse, ich sag jetzt mal, wie sagt man dazu jetzt? Kann man schon ein bisschen üben. Also es hört schon ein bisschen blöd an, aber es ist Verantwortung übernehmen. Man muss sich um das Tier kümmern und das ist schon so ein Teil von einer Familie, würde ich sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also für Hundeleute generell, das ist immer. Das ist halt, gehört dazu, ist halt Familie dann, klar. Ja. So, Junge oder Mädchen, hast du gut beantwortet. Das war auch die richtige Antwort. Nein, Quatsch. Heiner, pass auf. Jetzt eine Frage für dich, die ist sehr diffizil. Da musst du genau hinhören. Oder keine Frage, das ist eigentlich, wie gesagt, 2 Begriffe. Welche Musik hat dir besser gefallen? Die 60er oder die 70er? 60er. Warum die 60er? Ich weiß es schon. Also ich kann mir schon denken, aber sag mal, warum die 60er? Den 60er kam vor allen Dingen ein Zusammenspiel zwischen Gitarre und Saxophon. Okay, so, also
Blues meinst du jetzt, ne? Richtig, ja, zum Tragen. Okay. Bis dann die Beatles rauskamen und dann war eigentlich nur noch die Gitarre gefragt, hauptsächlich. Das ist schon, also ich finde es sehr interessant, Heiner, mit dir darüber zu reden, weil du hast ja die Zeit ja wirklich aktiv miterlebt, was wir ja heute mit diesen ganzen Charts, also mit dem ganzen Müll in den Charts, sage ich jetzt mal. Und für mich persönlich ist auch die 60er und 70er Zeit und auch ein bisschen 80er, sage ich jetzt mal noch, die Zeit, wo man richtig schöne Musik gehört hat, also Rock. Ich sage mal für Rock, weil er bei der 60er war ja, wir haben uns ja ganz kurz unterhalten, so dieser Umschwung von Blues auf den frühen Rock, was dann halt Elvis Presley zum Beispiel sehr gut inszeniert hat. Und das ist schon cool, wenn man da so ein Zeitzeuge hat, was jetzt das diese Musikgeschichte angeht. Also da, also du sagst 60er, das ist so dein Ding. Da warst du wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie alt warst du in den 60ern, so circa? Ja. Mal runterrechnen, ne? Falli, was sagst du? Mal. 20. Ja. Oder? 20. Wir nennen es mal das gute Alter, wo man so ein bisschen, schon ein bisschen mit Autos und so weiter, so in die 20 würde ich sagen, oder Heiner? So kann man so sagen. Ja, ja. Ja, die jungen Wilden. Die jungen Wilden. Hattest du dann auch so ein bisschen so Klamotten wie James Dean, also ein bisschen mit Lederjacke und Wilder Tolle, oder wie konnte man sich jetzt so vorstellen? Ja, ich? Ja, Heiner? Ja, das waren aber die 50er. Als Bill Haley so am Horizont auftauchte und dann Elvis, versucht wieder seine, sagte man, den Entenschwanz hinten am Kopf zu kämmen. Den Purzel, aber ne? Da wisst ihr nicht, was es ist, ne? Also ich kann mir das nur vorstellen, weil der mein... Der hatte hinten die ja. Haare an den Seiten so nach hinten gekämmt, dass praktisch auch ein Hinterkopf so ein kleiner Scheitel war. Okay. Bis auf der Haut der Scheitel, sondern die Haare dann so die Welt auf den Hinterkopf. Dann natürlich die Koteletten hatten jeder. Und ich hatte keinen Bart damals. Das war schlimm. Da wuchsen auch nicht die Koteletten. Ein Theater war das immer. Aber Heiner, das konntest du ganz gut mit deinen Haaren wettmachen, oder? Also das hast du doch mit dieser Elvis-Tolle, oder war das so bei dir, Elvis-Tolle oder... Eine andere Haare. Nee, ja. Ich hatte leider nicht solche Wellen im Haar. Ich habe die mühselig mit so einem Haarversteifer, heute sagt man Styler oder irgendwie Pomade oder. Pomade, genau, richtig, durchs Haar gezogen, ja? Ja. Und du hattest auch bestimmt so einen Kamm einstecken, oder? Immer. Sehr gut. Sau cool. Also warst du mal so kurz hier am Straßenrand gestanden, wenn du weißt, okay, jetzt gehen wir irgendwo Musik spielen oder in die Bar, mal kurz mit dem Kamm schön die Haare zurecht gestylt und dann gingst du rein auf deine Suche, ne? Naja, ich in der Zeit, das war also der Krieg war noch nicht mal 10 Jahre zu Ende, ich habe heim gewohnt. So eine kleine Kapelle aufgebaut, Saxophon gespielt. Besser gesagt, nicht Saxophon. Daher rührte das. Okay, also du warst schon musikalisch, ne? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen, ja gut. Wir sind alle ein bisschen musikalisch. Jeder ist ja, kann singen, jeder kann irgendwas spielen, nur viele trauen sich ja nicht oder sind halt nicht so begabt wie andere. Aber im Grunde kann jeder singen, also ja, im Heim war das besonders begehrenswert, in der Kapelle mitzumachen. Durfte man raus. Sondern irgendwo dann auftreten und dann war man wieder unter Menschen. Ansonsten bis 16 musste es ja ab 18 Uhr zu Hause sein. Da war Sperrstunde, ne? Ja, ja. Da war das noch so, ja. Das war was anderes. Ach, da könnte ich auch, also Heiner, was die Musik angeht, da könnte ich echt stundenlang weiterreden, weil mit Elvis Presley, mit Chuck Berry und Bill Haley, da bin ich so ein bisschen groß geworden. Also ich habe immer die alten Musikstücke gern gehört, nicht so das Neue, das war mir nichts.
habe da nichts mit anfangen können. Und aber wir schwenken mal um, wir gehen mal in die Neuzeit. Und meine nächste Frage ist dem Falli gewidmet. Und das ist, denke ich mal, auch eine ganz interessante Frage. Also so stelle ich mir das jetzt vor. Achtung, pass auf. Xbox One oder PS4? PS4. Okay. Und du wirst mir auch gleich verraten, warum. Ja, weil ich die PlayStation eigentlich immer, schon immer eigentlich gut fand. So generell, Xbox war irgendwie nie so mein Ding. Und irgendwie ist die, ja, finde ich die PlayStation irgendwie besser. Ich bin halt auch kein Consolero, muss man dazu sagen. Ich bin eigentlich generell reiner PC-Zocker. Mhm. Aber da muss ich sagen, schon PlayStation auf jeden Fall. Mhm. Also die PlayStation 4. Heiner, bist du auch Konsolenspieler oder nur PC-Spieler? Nur PC. Ich habe mir zwar so ein Ding mal angeschafft, aber übrigens nur wegen des Fliegen, weil ich dachte, du musst doch im BF3 mal vernünftig fliegen, weil bei BF2, da haben sie hinter mir Cheater hinterher geschrien, mit dem Fliegen so geklappt hat. Super, cool. Und bei BF3 wurde es, ich kam auch keinen grünen Zweig mit der Fliegerei. Okay. Und da habe ich das Ding wieder in die Ecke gelegt und da war dann erstmal Sense, dann bist du wieder auf dem PC. Also du bist absoluter PC-Spieler. Ja. Das merkt man auch. Also das, wir haben uns ja ganz kurz mal auf der Gamescom unterhalten oder was ist unterhalten. Ich war nebendran gesessen und du hattest dich dann mit ein paar Leuten unterhalten. Da hat man schon gehört, dass du da wirklich sehr viel Wissen hast, auch was das PC-Gebiet angeht oder das Fachwissen PC. Wo kommt das her? Also hast du da irgendwas Spezielles mal gelernt oder studiert? Ja, studiert habe ich Hochfrequenz- und Impulstechnik. Mhm. Das ist ein bisschen fachübergreifend, weil ich sagen muss, den ersten PC habe ich, PC in Anführungsstrichen, schon 1969 kennengelernt. Da hatte ich die Ehre, den mathematischen Teil von der Diplomarbeit auf den Rechner schreiben zu dürfen. Okay. Da habe ich mal Programmiersprache nennen, wer die kennt. Algol 68. Nee. Noch nie gehört, ne? Nee, also, da bin ich raus. Ja, der Rechner war ungefähr so groß wie ein Fußballfeld. Und der konnte am Ende nur ein paar Zahlen ausspucken oder ging das schon weiter? Nur Zahlen. Natürlich. Nur Zahlen, ja, ne? Klar, da nannte sich Minsk 2. Den Ausdruck? Moment, nee. Das habe ich gehört. Ich überlege gerade, aber erzähl mal weiter, ich überlege nur die ganze Zeit. Mindestens zwei. Damals gab es den Ausdruck Computer noch gar nicht. Nee. Das war eine elektronische Rechenmaschine und das Programmiersprache. Mhm. Das gab es auch nicht, dann haben sie Sprache. Okay. Das wurde auf Papierstreifen, Entenstreifen getanzt. So das gelocht, ne? Genau. Gelocht, ja. Mhm. Dann bist du los hier ran mit einer riesen Trommel. Hast sie irgendwo reingehängt und dann ging das los. Stromversorgung bestand aus zwei Schiffsdiesel. Wahnsinn, ja. Und dann hat man eben einen Tag gewartet, der die paar Formeln dort zu Ende gerechnet hat. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Vorhin hat er einen damit dann vier Wochen weiter sparen. Denn das Hauptinstrument war ein Rechenschieber. Wahnsinn. Sehr gut. Also Heiner, ich wiederhole es mal ganz kurz. Du hattest, oder dieser PC, der war groß wie ein Fußballfeld. Also viele kennen das ja, weil viele sind ja, ich hoffe mal, Fußballfans oder wenigstens gucken sie gern. Der PC war groß wie ein Fußballfeld. Du hattest zwei Schiffsdieselaggregate, die den PC an... Dann unter der Erde, ansonsten hätte es Risse im Gebäude gegeben. Und dann hattest du einen Tag gewartet, bis er eine Formel oder eine Formel. Ja, mehrere, das waren oder mehrere. Kilometerlange Formeln waren das. Oh, wow. Falli, bloß die musstest du natürlich vorher selber eingeben, also stanzen. Ja. Das war so eine Art, das war kein Keyboard, das war
Kennt ihr noch eine Fernschreibmaschine? So ein Morsegerät, meinst du? Ah, nicht ein Morsegerät. Damit wurden Telexe, nannte sich das, so nennt sich heute, meistens drahtgebunden durch die Gegend geschickt. Okay. Aber die war dann umgebaut und stanzte dann unterbrochen Löcher in die Ordnung, den Papierstreifen. Okay. Der Rechner selber, der machte dann eigentlich die 0 und 1 aus diesen vorher gestanzten Löchern, rechnete dann das, was du eingegeben hast. Boah. Also ich weiß im Falle, wie es dir geht, aber ich bin im Moment ganz schön gerührt oder auch sprachlos und also ich bin echt begeistert von dem, was jetzt der Heiner so gerade mir hier aus dem Ärmel geschüttelt hat. Ich meine, für Heiner ist es normal, aber für uns sind es spanische Dörfer teilweise. Auf jeden Fall. Boah, ich bin etwas geblättet. Ich weiß nicht, also ich möchte gar nicht weitermachen mit den Themen, sondern ich würde eigentlich über mit zwei und so weiter mit dir reden, aber ich habe da noch ein bisschen was. Doch, ich sage das jetzt einfach. Wir hatten ja in der ersten Folge angefangen, oder was heißt angefangen, mal drüber gesprochen, dass du halt Battlefield sehr lang und sehr früh gespielt hast, aber was waren so genau deine, ja gut, Beweggründe, kann man sagen, oder wie bist du in diese Szene, in Anführungsstrichen, reingeschlittert, oder wie bist du reingekommen, Heiner? Ja, es begann eigentlich hier so um 2000, der Spielerei, möchtest du gerne wissen, ja? Genau, richtig, also Battlefield dann auch. Ne? Ja, vorher habe ich natürlich schon mich mit dem Computer hier autodidaktisch richtig klar, weil wenn ich also weit entfernt die Technik, was ich mal eigentlich gelernt habe. Und ich habe auch vorher hier Ping-Pong gespielt und Kram, aber da interessierte mich mehr, wie das gemacht wurde. Die erste Programmiersprache war AIM Basic, was ich gelernt habe. Ich auch. Ja, dann weiß ich Bescheid. Und daraus entwickelte sich das denn. Vor allen Dingen, als dann, wie hieß Dice früher, die brachten so ein Spiel raus. Das nannte sich Codename. Ja. Oh, das war eigentlich das Ur-Battlefield. Okay. Codename Eagle nannte sich das. Jetzt habe ich es. Das kenne ich gar nicht. Also, nee. Das sagt mir überhaupt nichts. Das ist der Vorgänger, meiner Ansicht nach. Überhaupt das Ur-Battlefield war es. Okay. Bloß, das ging so um 2000, muss das gewesen sein. Bloß, aber unglücklicherweise in einer Zeit, wo es noch ISDN und Modems gab. Kennt ihr die? Ja, ich habe hab angefangen mit einem 56K-Modem und wir haben, glaube ich, ein paar D-Mark, eine D-Mark oder sowas für die Minute bezahlt oder sowas, dass wir ins Internet durften und die E-Mails checken. Ja, und damals ging das dann auch bei mir los. Das fand ich so faszinierend. Nur dummerweise, es gab ja keine Flatrate oder irgendein Flatrate. Man musste ständig auf die Uhr gucken, damit die Internetkosten nicht höher als die Miete wurden. Weißt du? Und dadurch war das immer ein bisschen eingeschränkt. Und das Folgespiel war ja eigentlich BF 1942. Da gab es immer noch keine Flatrate. Das konnte man also nicht mehr als maximal eine Stunde spielen. Nee, das hat man auch ein bisschen 1942 war eigentlich der Auslöser. Das war damals so umwerfend, neu, vor allen Dingen auch hinsichtlich der Grafik schon. Das kann sich gar nicht vorstellen, wenn man vorher nur DOS gehabt hat und dann also praktisch geübt war, zwar in der Befehlseingabe, Technik und alles mögliche, und einmal so ein Aufschwung. BF 1942, das war für mich persönlich. Ja, aber da kann ich auch, da finde ich aber auch, also ich bin zwar jünger und
Klar, aber ich war so verdammt froh, als mein Rechner Battlefield 1942 zum Laufen gebracht hat. Meine Mutter ist extra zum Arbeitskollegen gegangen und hat mir RAM-Speicher besorgt, damit ich dieses Spiel spielen kann. Ich konnte es vorhin nicht spielen, meine Freunde haben es alle gespielt. Ich so, nein, ich will auch, musste mal beim Freund spielen. Bin extra dahin gefahren, um dieses Spiel zu spielen. Und ich hatte noch nicht mal das Internet, weil wir hatten kein Geld, oder ich hatte generell kein Geld, weil ich ja zu jung war zu dieser Zeit. Und da war mit Internet gar nichts. Und hat's dann endlich gezockt und dann gegen Bots. Oh, habe ich mich gefreut. Das war, ich war glücklich. Also ich war auch komplett gefesselt von dem Spiel, muss ich sagen. Auch wenn es nur Bots waren. Das ist Wahnsinn. Wir schreiben hier nicht nur Musikgeschichte, sondern auch Computergeschichte und noch Battlefield-Geschichte. Also das, was kann es denn einfach Besseres geben für eine Battlestunde? Also ich glaube, es kommt jetzt nichts Besseres mehr. Ihr habt mir die Latte ziemlich hochgelegt, ihr zwei. Das ist aber nett zu hören, danke. Ja, nee, aber ich finde es schön, wie, ganz ehrlich, also jetzt mal auf den Punkt gebracht. Heiner ist ein paar Tage älter als wir. Also, genau. Hashtag Hust. Und trotzdem spielt er die Spiele, die wir spielen, und ist nicht so distanziert oder so feindlich eingestellt wie andere, die sagen, aus solchen Eco-Shooter-Spielern werden Amokläufer und so weiter. Sondern wir spielen, weil es uns Spaß macht. Das hatten wir ja auch schon in der Bubble-Stunde gesagt. Mhm. Und da sieht man mal, wie Generationen sich gegenseitig Informationen zuschießen könnten, wenn man mal einfach mal bubbelt. Das ist einfach mein Grundding auch, wie Generationen zusammenkommen. Falli, du bist, ich weiß nicht, wie alt bist du jetzt, 27 oder? 27, ja. Boah, gut geschätzt. 27 und Heiner, du bist, wie gesagt, ein paar Tage älter, ich glaube 74? 74. Genau, 74. Da rennen wahnsinnig viele Jahre oder Jahrzehnte und trotzdem reden wir auf dem gleichen Level. Und das muss doch mal einer sagen, wir hätten keinen Respekt vor Älteren. Oder würden nur mit Älteren achtlos umgehen? Na, überhaupt nicht. Ne? Also wir hier, wir machen das Richtige, oder Heiner? Also wir sind ein Pilotprojekt, oder? Ja, da bin ich auch angenehm überrascht gewesen, vor allen Dingen auf jeder Gamescom. Was heißt auf jeder? Seit 2012 bin ich ja erst dabei. Mhm. Und das hat mich umgehauen und ich bin auch schon der Meinung, dass dieser Nimbus von diesen hohlwangigen gelben Nikotinfinger und tiefen Augen verseuchten Spieler, dass dieser Nimbus nun langsam stirbt. Denn ich habe auf der Gamescom alles sehr gesunde, starke, kräftige, sportliche Jungs gesehen, die dort bei BF4 zum Beispiel anstanden oder woanders. Ja. Oh ja, ja. Das stimmt. Also ich meine, wenn man Falli und mich anguckt, Heiner, oder also wenn man uns drei anguckt, wir sind ja dürr und schlank teilweise. Also wir haben zwar die richtigen Proportionen teilweise ein bisschen überschritten, aber sonst sind wir eigentlich gut aussehende Let's Player oder halt auch Battlefield-Spieler, ne? Also da gibst du uns doch recht, oder? Natürlich. Okay, perfekt. Also freilich ist das Computerspiel nicht gerade körperertüchtigend. Aber das kann man ja anderweitig ausgleichen. Das stimmt. Ich mache mit genau. Spaziergang oder so. Genau, an der frischen Luft spazieren gehen. Aber du hattest mal in einem Interview gesagt, Heiner, dass du durch das Battlefield-Spiel oder durch das Computerspiel an sich deine kognitiven Fähigkeiten, also deine Reaktionszeiten und so weiter, in dein Alltagsleben umsetzen kannst. Das heißt beim Autofahren, ne? Das hast du so gesagt. Ja, da bin ich auch nach wie vor der Meinung und inzwischen ja auch viele andere, dass der ältere Mensch dadurch seine Reaktionsgeschwindigkeit erhalten kann bzw. verbessern kann. Wow, das ist echt, also das finde ich interessant. Das ist, da gibt es noch viel mehr genau. Psychologische Aspekte wie die Aufmerksamkeit, Verteilung, verschiedene andere Sachen, weil ja im Spiel gibt es ja viele gleichzeitig ablaufende Szenen, die man im Auge haben muss. Und nun muss man entscheidungsfreudig sein und zwar die richtige Entscheidung treffen. Ja, das hängt ja alles irgendwie wie verzahnt zusammen. Und
Für Ältere ist das meiner Ansicht nach nur positiv. Und dann kommt ja noch ein Aspekt hinzu. Die Eltern kommen ja aus einem anderen technischen Zeitalter. Mhm. Sich auch gezwungenermaßen ein ganz kleines bisschen mit der PC-Technik befassen. Gewinnen dadurch auch wieder mehr Wissen, mehr Kenntnisse und das Ganze bewerte ich dadurch positiv und ich bin bemüht hier auch in meinem Umfeld auch mehr ältere Leute dazu. Das finde ich cool. Also, wenn ich mal kurz dazwischen reden darf, mir kommt da echt gerade eine richtig geile Idee. Wie wär's mal, das gibt's so lollig, ein Let's Player von der älteren Generation. Das wäre doch mal was. Also das würde mich echt, wäre der Hammer, muss ich mal so sagen. Das stimmt. Ja. Ein Let's Player, so, der älter ist. Und dann auch mal die älteren Leute vielleicht dazu bringt oder motiviert, vielleicht da auch mal in die Richtung mal einzuschlagen oder sich das auch mal wirklich anzugucken. Vielleicht kann man dadurch ja auch noch mal ältere Personen, sage ich mal so, mit reinbringen. Das wäre doch mal... Das ist stimmt. Also meine Eltern werden mich jetzt schlagen, wenn ich jetzt genau auf deinen Schlusssatz das Ganze noch mal sage und dass meine Eltern mich auch unterstützen. Also meine Eltern sind nicht alt, sind wirklich blutjung, aber das stimmt wirklich. Meine Eltern sind meine größten Fans, also die teilen auf Facebook meine ganzen Videos, die gucken sich das an und schreiben drunter, ich bin stolz auf dich. Also wenn man dann hier etwas ältere Leute in Anführungsstrichen mal dazu bringt, auch mal zu gucken, was die Jugend macht und sich ein bisschen interessiert, so wie Heiner. Also das ist nicht, das ist einfach verdammt viel, was Heiner macht. Und so kriegt man jetzt über eine Stunde schon mal Gesprächsstoff zusammen, obwohl wir von einer Stunde gedacht haben, oh, was reden wir überhaupt? Und ich glaube, wir könnten hier noch 11 Stunden weiterreden. Aber, ja, auf jeden Fall. ich finde es interessant, dass halt der Heiner so viele Ansätze mitbringt, wo wir als Spieler, als junge Spieler, sich das, gut jung, ich bin 30, sich wünschen und hier der Heiner als Wunsch-Opa oder sowas bringt das alles mit und also der Ansatz ist cool, also das finde ich als YouTuber, so ein älterer, das gibt's gar nicht. Also da müssen wir vielleicht mal reden, das ist schon ja, doch, es hat was. Ah, übrigens, ich mache ja auch Let's Plays. Hast du nicht mal Lust, ein Together? Genau, Heiner. Du bist im Chat und wir kommentieren oder du kommentierst. Das wäre doch mal was, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich der richtige Partner dazu bin. Also ich glaube schon. Also ich könnte mir das echt gut vorstellen. Du hast jetzt eigentlich die Feuertaufe, also ich nenne es einfach mal Feuertaufe damit gemacht, mal die Brücken zu schlagen zwischen jungen Spielern und dich als Veteran der Veteranen. Varan, ja klar. Varane sind Tiere. Doch, das würde, denke ich, passen. Das könnte man mal so für einen Nachmittag mal machen. Anstelle hier laufen, gehen wir hier mal aufs Battlefield, oder? Also, da bin ich dabei. Ja, und von mir kennst du ja das, ich bin für jeden Streich zu haben. Das, da nagel ich dich jetzt mal dran fest, Heiner. Da nagel ich dich fest. Cool. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Nein! Doch. Sehr doch. Schade. Also, Heiner, es hat mir, ich sag's einfach mal so, wie es ist, es hat mir riesengroßen Spaß gemacht und es war mir echt eine riesengroße Ehre, auch wenn es dich jetzt ein bisschen vielleicht wieder seltsam sich anhört, aber es war mir wirklich eine riesengroße Ehre, dass du meine Bubble-Stunde mit deiner Person, mit deinen Geschichten, also nicht Geschichten, sondern mit deinen Tatsachen, mit deiner Erfahrung, so dermaßen bereichert hast. Dann übertreibe nicht. Okay. Entschuldigung, ich habe mir das anders davor aufgeschrieben. Warte mal. So, ich fange nochmal an. Schön, dass du da warst, Heiner. Das ist klar. So, das langt jetzt, oder? Ja. Falli, für dich auch nochmal danke, 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 dass du da warst. Deine Kanalvorstellung kam mir echt zu kurz, aber ich mache es wieder gut, indem ich deinen Kanal unten in die Videobeschreibung verlinke. Oh, das ist aber nett.
und ganz viel Werbung für dich mache, weil du als YouTuber, wir kennen uns noch nicht so lange, aber das hat mir echt Spaß gemacht, wie du vor der Kamera agierst, wie du deine Zuschauer, also mich, sag ich mal, in den Bann ziehst durch wie ich es auch gerne mache, so ein bisschen hier die Stimme verstellen und sowas. Das macht mir echt Spaß, weil da merkt man halt auch die Abwechslung. Und das ist cool, deswegen, also deine Werbung ist unten in der Videobeschreibung, wehe, es geht keiner drauf und gibt dir einen Gruß oder ein Like, dann, ne, Heiner und Falli und ich, wir kommen vorbei, also, ne, überlegt es euch gut. Nee, aber also, darf ich auch mal was fragen, Hatze, ey, du, ja, jetzt halt da umlegst. Ich kenne ja nur deine Bubble-Stunde ein bisschen. Ja. Das ist hochinteressant. Aber hast du schon mal angedacht oder überdacht, das mal mit einem Bild zu verbinden, also Video-Bubble-Stunde? Jein. Also ich habe das jetzt mir mal geplant, weil es ja viele machen. Und weil ich finde es interessant, weil man kann das ja dann noch weiter spinnen und kann mir dann... Also wenn man von Gesicht zu Gesicht babbelt oder redet, dann wird es noch persönlicher. Also das werde ich mir auf meine Liste schreiben. Gerade ein Hinweis, das war so ein winkender Zaunfall. Aua. nee, mache ich, Heiner. Also das ist versprochen. Cool. So eine gute Sache. Überhaupt die Idee erstmal einwandfrei. Super. Dagegen kann ich nur ausdrücken. Okay. In der heutigen Zeit ist doch, du weißt doch, wie wertvoll das Bild ist. Ja. Bild hält man auch länger. Das stimmt. Das Verbinden mit dem, was du jetzt mit uns beiden hier zelebriert hast, das noch jetzt hier zu sehen werden. Und jeder in sein Zimmerchen, was hinter ihm ist, wie hinter mir ist mein Privatmuseum. Ja. Da weiß ich nicht, was das ist, ne? Da hätte ich aber. Du wirst aber demnächst wahrscheinlich ein Bild dann sehen. Und da. So der Werdegang von der Senderöhre bis zum Chip, weiß ich. Wow. Andere haben kleine Knickknack im Wandschrank zu stehen. Ich habe eben dort ihre Festplatten, eine riesengroß und die letzte ganz klein. Cool. Dahinter stehen Röhren. Oh, Wahnsinn. Ja, das meinte ich jetzt. Ja. Wäre doch mal interessant, so eine Sache. Nee, absolut. Also diesen Ratschlag oder dieses Feedback nehme ich dankend an und werde es auch umsetzen. Das ist absolut zielgerichtet, sage ich jetzt mal. Also da nochmal danke, Heiner, für deinen Ratschlag. Okay, passt auf. Wir machen es jetzt wirklich ganz kurz, weil sonst können wir uns gegenseitig noch irgendwo stundenlang noch irgendwelche schönen Worte an den Kopf werfen, auch wenn es so wäre. Ich sag einfach jetzt mal, jeder von euch hat jetzt einen endgültigen Schlusssatz, ein kleines Review über die Bubble-Stunde und nochmal einen schönen Gruß an eure Zuschauer, an eure Freunde. Und anfangen wird jetzt erstmal der Falli. Bitte schön. Ja! Ja, auf jeden Fall, Hatzel, super, vielen Dank. Also ich muss selber, kam mir gerade nicht zu Wort, ich muss aber selber, jetzt tut mir leid, muss selber nochmal sagen, ich finde das echt geil. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und echt geil. Also ich finde das, wie du das selber machst, finde ich echt geil. Also du, mir ist das ja selber jetzt nochmal aufgefallen, du gehst ja richtig auf die Leute ein und ich finde das echt klasse. Und Respekt an dich auf jeden Fall und danke, dass ich dabei sein konnte. Vielen Dank, echt, das ist, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall super, danke. Und ja, liebe YouTuber, wenn ihr den Hatzel nicht ein Abo gibt, wenn ihr nicht liked, dann seid ihr selber schuld. Also von mir aus auf jeden Fall einen riesengroßen Like und ich hoffe, ich kann noch mehr mit dir machen. Ja, das war's. Ja. Tschüss. Sauber. Dann würde ich sagen, Heiner. Ja, da kann ich natürlich absolut nicht mithalten. Man merkt, der Falli, der spricht öfters ins Mikrofon. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich, Hatze. Sendungen sind immer für mich auch manchmal sogar richtungsweisend. Ich hoffe, hier der ein oder andere konnte aus unserem Gespräch auch was entnehmen. Grüße alle, die Battlefield spielen. Und verabschieden. Ciao, ciao. Okay, dann bleibt mir noch zum Schluss noch zu sagen,
Ja, ich bin sprachlos, aber gehabt euch wohl. Bis später dann. Ich bin und bleib euer Hatzel. Ciao. Ciao. Tschüss.